Polizeieinsatz am Cottbusser Tor in Berlin, dem Drogenumschlagplatz junger Dealer. Viele von ihnen scheinen minderjährige Flüchtlinge zu sein. Im Akkord soll sie hier ihre Drogen verkaufen, angeblich rekrutiert von kriminellen arabischen Familienclans. Ich habe sehr gute Kokain. Die Hintermänner stehen hier, verteilen ihre Drogen an Kinder und die Kinder verkaufen es weiter. Flüchtlingskinder, die als Dealer auf die Straße geschickt werden. Die hier sind, das ist ein Ameisenvolk, die täglich das Gehalt abgeben müssen, was sie verdient haben. Manch einer geht ins Knast, ist der andere dafür da. Die Jugendlichen in den Flüchtlingsheimen werden ganz massiv unter Druck gesetzt, um als Drogendealer zu arbeiten. Sie werden bedroht und erpresst. Wir sind verabredet mit Michael Kur. Er ist Inhaber einer Security-Firma, die unter anderem in Flüchtlingsheimen eingesetzt wird. Kur ist überzeugt, die kriminellen Clans suchen gezielt in diesen Heimen. Die Jungs, die hier etabliert sind in der kriminellen Szene, die wissen natürlich ganz genau, die Jungs, die jetzt hier Asyl beantragt haben, holen wir uns die doch gleich von Anfang an auf unsere Seite. So sind wir noch stärker und können noch imposanter auftreten. Der Sicherheitsmann ist heute mit Hassan und Hassan verabredet. Beide sind Teil einer libanesischen Großfamilie. Sie reden ganz offen darüber, dass Kriminelle aus arabischen Familienclans Jugendliche für den Drogenverkauf einsetzen. Diese Ungerechtigkeit wollen sie publik machen. Wir haben hier sehr viele Großfamilien, die nutzen sowas natürlich aus. Die fahren inzwischen ins Heim hin und suchen sich 10, 15 stabile Jungs und sagen, kommt Jungs hier, arbeitet für mich, macht das, 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 ihr bekommt Geld. Und die Flüchtlinge machen das mit. Das gibt schon viele arabische Clans, die solche Heime halt in der Hand haben. Berlin, Cottbusser Tor. Ganz offen wird hier am helllichten Tag mit Drogen gehandelt, beinahe an jeder Ecke. Die Dealer verkaufen ihre Ware im Akkord. Immer wieder beobachten wir ältere Männer, die genau kontrollieren, dass ihre noch jungen Dealer Umsatz machen. In der Nähe des Cottbusser Tors kommen wir mit einem Anwohner ins Gespräch, der die Szene jeden Tag beobachtet. Aus Angst möchte er anonym bleiben. Diese Aufpasser, sie geben ihnen Drogen zu verkaufen und sie wollen an dem Tag diese Mindestzahl erreichen. Wenn sie diese Mindestzahl als Dealer nicht erreichen, haben sie große Probleme als Dealer. Nach langen Recherchen treffen wir einen Flüchtling, der bereit ist zu reden. Samir kommt aus Syrien. Er habe angeblich in mehreren Flüchtlingsheimen erlebt, wie vor allem Jugendliche für die Geschäfte von Kriminellen angeworben würden. Selbst seine eigenen Kinder sollten rekrutiert werden. Ich habe erlebt, wie sogar schon Kinder im Alter von 10 bis 15 Jahren von arabischen Leuten angeworben wurden. Die sind jetzt als Drogendealer unterwegs. Wenn die Polizei sie schnappt, haben sie nicht viel zu befürchten, weil sie minderjährig sind. Und das nutzen die Hintermänner natürlich aus. Sie setzen die Kinder und Jugendlichen massiv unter Druck. Doch wer sind die Hintermänner? Im Verdacht der Ermittler stehen Security-Mitarbeiter von Flüchtlingsunterkünften. Einige sollen Mitglieder von kriminellen Großfamilien sein und ihre Position ausnutzen. Sie würden die Jugendlichen für ihre Drogengeschäfte, wie hier am Cottbusser Tor, anwerben. Von dieser vermeintlichen Perspektive weiß auch die Justiz. Hier kommt eine große Menge junger Männer ohne kurzfristige Perspektive, ohne Geld, ohne Arbeit. Der Sprache, der deutschen Sprache nicht mächtig, und die werden dann angesprochen in ihrer eigenen Landessprache. Ihnen wird versprochen, kurzfristig doch ziemlich viel Geld zu bekommen. Das Verlockungspotenzial wird groß sein und die Clans werden, denen wird nicht verborgen geblieben sein, dass sie da einen potenziellen, sagen wir mal, Rekrutierungsmarkt haben. Donnerstagabend 22 Uhr am Drogenumschlagplatz Cottbusser Tor. Die Polizei fährt eine Großoffensive gegen die Dealerbanden. Wir begleiten die Beamten bei ihrem Einsatz. Sofort fällt den Polizisten ein Jugendlicher auf, der auf seiner Flucht vor der Polizei Drogen weggeworfen haben soll. Es ist ein Flüchtling aus Libyen. Wenn wir jetzt von diesen rekrutierten Menschen reden, die müssen wissen, dass sie zwar auf der untersten Stufe der Kriminalitätsebene stehen, aber dass sie eben Teil eines Räderwerks sind, was schwere Straftaten begeht. Und die Justiz muss das entsprechend ahnden. Der junge Flüchtling aus Libyen wird festgenommen und abgeführt. Doch die meisten jungen Dealer kommen schnell wieder frei, weil sie ihre wahre Identität oft verschleiern. Für die Polizei ist es auch deswegen ein Katz-und-Maus-Spiel. Die Situation, in der sich die angeworbenen Dealer befinden, sind häufig prekär. Für die Anwerber ein leichtes Spiel, meint Samir aus Syrien. Die Jugendlichen in den Flüchtlingsheimen und auch ihre Familien werden ganz massiv unter Druck gesetzt. Sie werden bedroht und erpresst. Viele Heime werden von den arabischen Security-Leuten kontrolliert. Niemand traut sich, mit der Polizei zu reden. In diesen Berliner Stadtteilen kommt es immer wieder zu schweren Straftaten krimineller Familienclans.
Bei dieser Razzia vor wenigen Wochen nehmen Polizei und SEK-Beamte mehrere Mitglieder einer berüchtigten arabischen Großfamilie fest. Angeführt werden die Clans jeweils von einem Familienoberhaupt. Die Brüder, Söhne und Cousins erledigen alles, was richtig Geld bringt. Security-Chef Michael Kur möchte helfen. Er gibt jungen Männern, wie dem 24-jährigen Hassan B., der selbst kriminell war, eine berufliche Chance. Eine Alternative, um nicht wieder auf die schiefe Bahn zu geraten. Ich bin von einer großen libanesischen Familie, die auch kriminell ist, muss ich ehrlich sagen. Als ich dann Herrn Kur kennengelernt habe, hat er mich dazu, sozusagen, er hat mich auf die gerade Bahn wiedergebracht. Ich habe dann einfach gesehen, dass es nicht hilft. Also, dass diese kriminelle Bahn auf jeden Fall die falsche Bahn ist. Michael Kur soll schon auf der Todesliste einer kriminellen Großfamilie gestanden haben, weil er gegen Clanmitglieder ausgesagt habe. Er hofft, dass das kriminelle System bald ein Ende hat. Man wartet natürlich jetzt auch ab, es sind viele verhaftet worden. Was macht jetzt die Justiz? Ja, wenn da wieder nur harmlose Verurteilungen stattfinden, dann wird alles so weitergehen wie vorher. Keine Abschreckung. Probleme, an denen Polizei und Justiz jetzt mit Hochdruck arbeiten. Ganz wesentlich dabei, die mafiösen Strukturen erkennen und die Öffentlichkeit darüber aufklären. Und jetzt kommen wir zu unserem super-duper-mega-einmaligen, riesen-genialen